Herzlich willkommen, Leute, zu einer Runde Paladins Battlegrounds in der technischen Alpha mit Shigo, Alex und Kapuzenwurm. Guten Tag! Hallo! Die technische Alpha von Paladins erlaubt uns jetzt schon den Battlegrounds-Modus zu spielen, auf den wir ja schon relativ lange gewartet haben. Das ist ein Battle-Royale-Spielmodus, 4 gegen 4, also es gibt immer Vierer-Teams. Und vorher wird einem eine Auswahl aus vorgefertigten Klassen gegeben. Man wird gleich irgendwo random auf dieser Map landen, das wird uns hier rausgesucht, dieser Ort, C4. Und auf der Map gibt es Karten zu sammeln, die deine Fähigkeiten boosten, Kisten oder Items zu sammeln, die sozusagen deine allgemeinen Werte boosten, wie zum Beispiel, du machst mehr Heilung, du machst mehr Schaden oder sonstiges. Und es gibt legendäre Items aus Airdrops, die passive Sachen dir zum Beispiel geben. Also auch das ist sehr wichtig. Man stirbt relativ schnell, weshalb es für uns gleich sehr wichtig sein wird, zusammenzulaufen. Ich habe jetzt keinen anderen Zeppelin gesehen. Und wir werden jetzt rausgeschmissen. Ich schieße mal. Out of Combat aufmounten ist super schnell. Während des Kampfes aufmounten so gut wie unmöglich. Bei mir ist zum Beispiel eine Kiste drin. Ich schau mal eben rein. Ich habe auch Movement Speed. Und das schnapp ich mir. Schaden an Schild. Kapuze, nimm du das mal mit. Schaden an Schild. Das, was ja, okay, habe ich. Ja. Genau. Hä? Ich habe jetzt. Oh, okay. Wenn du es nochmal. So dann hast du es abgeworfen wieder. Das ist so. Damit du Sachen austauschen kannst. Ja, aber warum dann da hoch zu den Karten. Kommt ihr mit? Ich habe hier Reload Speed. Das sollte Alex nehmen. Warum liegt sich hier am Boden? Warum ist es weg? Ja, drück einfach nicht drauf, du weißt ja. Wir sind auch noch in einer ganz frühen technischen Alpha, weshalb auch die Grafik in der Hinsicht noch nicht komplett fertig ist. Oh, ich hab ist. Hier nochmal. Wir sind ganz am Anfang. Weniger Damage kriegen und mehr Heal nehme ich. Das, weniger Damage sollte Kapuze noch nehmen. Mhm. Wo ist es mir? In der Hütte bei Shigo drin rechts. Shigo. Und jetzt am Anfang geht's da zum Looten, obwohl wir uns, glaube ich, relativ langsam, obwohl wir relativ langsam sind. Du kannst jetzt momentan mit dem Mount Berge immer hochgehen. Also Berge halten dich mit dem Mount nicht auf, egal wie steil es ist. Okay. Damit du halt, weil es noch Clipping-Fehler und sowas geben könnte. Also wie zum Beispiel, wenn das Environment falsch gebaut worden wäre und du fällst irgendwo rein, wäre die Runde für dich zu Ende. Deswegen ist es momentan so, dass du einfach hochgehen kannst, gerade in der technischen Alpha, finde ich, gut Sinn macht. Ich glaube nicht. Sondern ich denke, ab jetzt sollten wir schon zusammen sein, denn wir sind in Old Town, das ist schon relativ zentral auf der Map. Das ist die Zone. Und hier, wo Alex ist, gibt es jetzt einen Kartenhaufen. Können wir nochmal Movement Speed, will das jemand? Welche Farbe? Das Ding ist da, ich hatte vorher bei Items, da stand dann da, aber es stand nicht unten in meiner Leiste. Ich habe hier noch Damage. Items werden auch mittig getan und nicht unten. Okay. Kinetic Explosion. Card Polish ist da oben. Nimm du da, ich Shigo, Damage Reduce. Ich nehm ruhig. Kapuze hat schon. Speed? Was ist mit Movement Speed? Kannst du ruhig auch mitnehmen, wir haben schon jetzt. Gut, und Hauptsache, du hast den Kartenhaufen mitgenommen, denn der boostet einmal deine Ability. Achso, der könnte uns ja, nehme ich dann mit. Movement Speed, ja, weil wir es überhaupt haben. Nee, ich habe auch schon einen. Okay. Mir würde dann noch Movement fehlen. Wenn Cooldown Reduction ist gut und Anti-Crowd Control, hier, sehr gut. Ist hier drin, aber 10% Shigo, hier drin. Yeah. Ja, ich hab noch gar nichts. So, bist du in First oder in Third Person? Ich bin in Third, damit ich mehr sehe. Ja, und jetzt sollten wir schauen, dass wir noch ein paar Kartenhaufen mitnehmen, bevor wir an Kisten gehen. Denn einmal alle unsere Abilities geboostet zu haben, macht für uns mehr Sinn als diese Standardattribute. Vor allem, weil die Sachen jetzt da unten schon außerhalb der Map sind. Lass mal zusammenbleiben, denn jetzt könnten schon Gegner kommen. Und wenn du down bist, wirst du zu einem Chicken und vielleicht du kannst relativ fix getötet werden. Von daher, der Berg trennt. Ich wollte gerade sagen, der Berg trennt aber Orte. Der ist Assi. Okay, hier kommst du nicht vorbei. Gut, dann. Assi-Berg. Aber man, da muss ja ein Haus. Hier ist ein Weg, bei mir ist ein Weg. Beim da, Lukas. So, und hier ist auch das Gebäude, glaube ich, um das es geht. Ja, hier sieht man's. Hochgestiegen, ja, wie du da hochsteigst. Okay. Achtet auf die das richtige. Ist für uns alle, oder? Ja, genau, guck Gegner, drauf. Gegner. Okay. Westen. Westen. Hat uns gesehen. Ja, auch ein Tank. Close schon. Also, meine Waffe schießt ja gar nicht so weit. Schauen, wen wir haben. Ich sehe zwei Leute, drei Leute. Da könnt ihr durchschießen, Boss. Aber ich kann leider nicht so weit schießen. Nimm den rechten zuerst. Den rechten zuerst, der hinter dem Baum, ja. Komm. Kommt ihr runter? Alle zusammen? Ja, ja. Hinter mir ist einer oben drauf. Alex, komm runter zu uns. Ich hab dich einmal geheilt, ich hab jetzt CD. Alex wird angechart, ich heb den mal hoch. Alex geht gleich down. Ja. Ich stell mich davor, bleib da. Es bleibt mich aber weg gerade von oben, ne? Von hinter euch oben, wo wir waren gerade.
Ja. Ich muss Kapuze einmal heilen. Ich auf den Tank, wir müssen noch. Scheiße. Komm, Jones, die sind alle nicht mehr voll. Ihr müsst mich wiederbeleben, ich bin gleich tot. Kapuze, komm zurück. Das ist aber intens, Boys. Ich verblute. Nein, wenn der Balken abläuft, wirst du wiederbelebt. Weil du so lange überlebt hast, ja. Okay, wow, au. Okay, hau mal vor. Ja, vertrau mir. Einfach noch. Wenn, das ist die Zeit, die die Gegner haben, um dich zu finishen. Der ist richtig low. Ah, okay. Haben wir. Chicken und finishen. Und jetzt noch da hinten der Heiler. Und dann können wir die sogar looten, ja? Aber lass den einen nicht entkommen. Wir haben noch einen. Der ist am Haus, links lang. Geht schon die Snacks, Boys. Ey, die ist ja gut geil, Mann. Hab dich, Alex. Okay, und tot. Geil. Alle voll geheilt? Ja, richtig gut. Nice. Also danke, Dalo, für die Heilung. Ich hab nicht gemerkt, was passiert. Alles gut. Kapitel hat Paladins noch nicht so viel gespielt. Aber das ist super nice. Das hat Spaß gemacht. Ich würde das direkt... ich würde den Hier, Kapuze, nimm mal bitte auf jeden Fall das obere. So. In dem oberen ist 15% mehr Heilung von anderen. Bei mir an der Leiche. Oh, so. Hier ist auch noch was Nices bei mir, Dalo. Die hat viel gehabt. Ich komme mal zu dir, Dalo. Movement Speed ist hier drin. Ja, geh mal zu Alex, den habe ich gerade gehabt. Ja. Der hier, Kapuze, und dann der obere. Mehr. Genau, das heißt, ich heil dich mehr. Okay, und Mount Speed ist mit hin. Das ist nicht ganz so wichtig, weil dann würdest du uns weglaufen. Wir laufen zusammen, das ist jetzt egal erstmal. So, ich nehme den Nimble. Soll ich das Heal nehmen noch? Einer von uns kann das Heal nehmen, ja. Ich nehme das Heal mit. Und ich nehme den Reload, weil... Oh nee, das habe ich diesmal gar nicht. Ich nehme aber den Reload mit, so. Okay, Achtung, Zone kommt. Ja, Zone. Wir müssen jetzt wieder zurück. Wir sollten auf jeden Fall zurück. Ja, laufe ich doch. Hä? Ja, Hauptsache... In die Zone, oder? Die Zone ist doch rot. Ja, er läuft aber auch weg. Er ist nur andersrum um den Berg gelaufen. Ach so, okay. Hauptsache, wir kommen jetzt erstmal rein. Das ist wieder so ein Kartenhaufen, aber egal. Oh, wir Gegner vor uns. Okay. Wir haben uns nicht gesehen, haben nicht nach hinten geguckt. Ist die Zone stark? Ja, links, ich sehe die kämpfen, die haben einen anderen Fight. Wir sammeln uns erst. Erst sammeln. Oh, wow. Wie gesagt, einzeln. Kommt erst zu mir. Kommt erst zu mir. Dann heile ich euch. Wir mischen uns noch nicht in den Kampf ein. Außerhalb des Kampfes. Ja. Da heilen wir alle, glaube ich. Mhm. Danke, sagt Bescheid. Okay. Seid ihr voll? Die haben einen Viererkampf da vorne. Da können wir uns einmischen jetzt. Okay, Boys. Sind alle low. Go in. Go in. Chicken. Denk an die Chicken zu töten. Ja. Einer ist down. Da will einer Assassin abhauen. Ja, hier hab ihn. Jo. Down. Wie sieht's aus? Da ist noch ein Assassin. Down. Noch ein Tank. Die haut ab. Hinter euch. Ist low. Auch ein Chicken. Und, jawohl. Nice. Wir müssen gleich schnell weiter. Die Zone kommt in 50 Sekunden. In den Movement Speed mit hier ist noch ein paar grüne Sachen drin. Jetzt im Optimalfall lootet für euch selbst, denn wir haben nicht mehr viel Zeit. Healing from others? Ultimate Recharge Rate? Ist das gut? Okay, ich meine, wir werden nur eine Ulti in dem Match kriegen. Also von daher brauchst du nicht. Okay. Ja, scheiße, wir laufen links rum, hau ab. Kämpf nicht gegen die. Aufmounten, wenn du kannst. Es macht keinen Sinn zu kämpfen, die Zone kommt. Kapuze mount auf. Okay, hat er. Ich hab Angst. Ja, wir laufen erst nach Norden. Das ist nicht schlecht. Es ist halt was anderes, es ist kein Ego-Shooter. Ja. Jetzt hast du Abilities, jetzt musst du mit Skills arbeiten. Ich finde es gut, dass es anderes probiert, ne? Dass es nicht wir werden richtig Damage kriegen. Typisches Battle Royale, sondern dass es ihre Elemente mit ihm verbindet. Das finde ich, glaube ich, ganz gut. Direkt, wenn du in der Wüste bist, biegen wir rechts ab. Was ist passiert? Das ist Zone. Die Zone kommt. Ah ja, oh wow, wir müssen noch an dich rein. Oh wow. Ja, jetzt wäre der Mount Movement Speed nicht schlecht. Man kann nicht unten drunter. Okay. Wenn du jetzt, glaube ich, direkt läufst, laufen wir aber noch gut von der Zone weg. Geil mit den unterschiedlichen Gebieten. Ja, Wüste habe ich in Paladins ja noch nie gesehen, außer in der Beta. Das ist so witzig, diese Platzhalter, Grasdinger sind witzig. Der Platzhalter Kaktus. Ja. Ich habe eine Rattlesnake gehört, Boys. Die sind giftig. Ich bin nicht geimpft. Geimpft gegen Stangengift. Bin ich nicht Das. Da oben Airdrop. Da ist ein fetter Airdrop. Ich dachte, die Spieler sind ein bisschen spät dran zu planen. So. Haben sie verspätet. Ja, Ladebalken. Wird Alex noch rechts hoch, Alex. Die anderen. Guck, was hier. Ja. Da ist ein Kartenhaufen vielleicht noch in der Zone drin. Der rechts hier, ne? Ja. Ich würde erst in die Zone rennen.
Die anderen kommen hinter uns gleich wahrscheinlich. Na, die können von rechts kommen eher. Ja, in die Zone gelaufen. Der Kartenhaufen noch drin. Man könnte sich ja vorstellen. Der ist super. Der ist hinter dem Haus. Hinter dem Haus. Nicht in dem Haus. Der ist oben. Ich wurde offenbart. Ein Sniper hat seine Ulti gezündet. Hä, aber wo? Lähmungswurf, Power. Nee, brauch ich nicht. Ich hab keine Ahnung, oder doch, brauch ich wohl. Hier bei uns. Oh. Shit. Ich kann es nicht nehmen. Ich glaube, du kannst es nicht looten, weil es nicht mehr in der Play Area ist. Oh, wow. Dann weiter, oder? Weg von der Zone erstmal. Ich weiß nur nicht, was Items ist und Fähigkeiten. Hab ich nicht das Kartenhaufen sind Fähigkeiten, Kisten sind Items. Links in der Wüste noch eben. Da ist noch einmal die. Noch ein Kartenhaufen. Oh, geil. Du bist aber ein lieber Baum, Shigo. Ja, bin ich auch. Ein herbstlicher Baum. Das sieht natürlich noch nicht so schön aus. Gegner vor uns. Der sieht aber. Der sieht nicht voll aus. Es sieht nicht aus, wenn die zu viert waren. Ich würde versuchen, den. Ja, okay. Dann holen wir die Karten. Wo sind denn die Karten? Da hinten im Eck. Nee, das ist die Kiste. Geil. Stimmt, das sind die Kisten. Komm schon, ein anderes Haus. Gibt ja nicht so viele. Hier sind überall Kisten. Kiste. Noch mehr Kisten. Oben drauf könnte noch sein. Alles Kisten hier. Da oben drauf vielleicht? Ja, oben drauf. Okay. Durchs Haus kommt man nach oben. Ist das die richtige? Ich hab's genommen und es ist nicht angekommen. Okay. Scheiße, das war wieder die falsche Fähigkeit. Ich hasse das. Ich loote immer weiter, das Falsche. Oder? Ich muss meine Fähigkeiten kennen. In die nächste Zone. Muss mehr lesen. Ja, es ist direkt hinterm Berg. Komm. Alle Zone kommt. Kommt, meine Kinderleins. Wir machen noch viele Fehler, Leute. Ja, links hoch, oder? Ja. The fog sets in. Das hier könnte ein Stein sein, der nicht überwindbar ist. Der sieht immer so anders aus. Ja, das ist so einer. Okay, dann wieder rechts um. Man kann drüber springen. Theoretisch. Also ich wäre oben drauf. Lang, ne? Ja, dann gehen wir auch wieder runter. Ich wäre aber oben drauf. Okay, wir sind in der Zone. Oh, wow. Ich bin selber oben drauf und guck mal, was ist. Ja, wir haben hier eine Stadt. Boah, schöne Stadt. Ja. Wo sind wir hier, du kleine Bergziege? Unter uns sind die. Na, runter. Ja. Ja. Die kommen hoch. Haben wir es gesehen? Wir haben High Ground. Oh, wow. Ich kann soweit nicht schießen. Näher ran, die haben gut kassiert. Komm, unsere Chance. Der eine ist low. Einer ist ein Chicken. Der ist low. Daumen. Ja, Chicken ist tot. Ja. Ja. Am Baum ist geliftet. Wo ist sie hin? Oh Gott. Oben rechts. Da. Hinter uns ist ein Sniper. Drei Chicken. Ja, Richtung West, Nordwesten. Sniper. Das ist der letzte. Wo ist er? Wo? Nordwesten. Nordwesten? Okay. Ist, glaube ich, gemountet. Ja, ist abgehauen. Läuft weg? Ja, ist es bei mir, ist es bei mir? Ah, da, die kann ich raus. Das mit den Fähigkeiten habe ich noch nicht so raus mit dem Looten. Okay, go. Oh, das war ein schöner Hit, ey. Nice. Okay, haben wir alles. Ja, Looten brauchen wir ja nicht mehr. Eigentlich haben wir alles. Ja, ich bin momentan echt schlecht. Ja, wenn das besser ist als deins. Ich habe nämlich gar keins. Nee, ich bin damit zufrieden. Ja, alles blau hier unten noch. Ich bleib auch dabei einfach jetzt. Real Damage habe ich jetzt genommen. Ich kenne mich. Das wird schnell, wenn man sich das. Wenn du den normalen Spielmodus spielst, kennst du die Karten alle. Das sind dieselben. Also die kennen wir. Also wir spielen aber zu wenig. Ein Tank zum Beispiel hat ein Schild. Und du würdest mehr Schild wegschießen. Oh, warte auf mich, nicht jetzt. Der Airdrop ist noch auf der Map markiert, das ist diese fette pulsierende Kiste. Hier sind wir erstmal safe, wo ich gerade bin. Hier wollen wir mal gucken, ob die pulsierende Kiste noch da ist? Ja. Schauen wir, ob die pulsierende Kiste noch da ist. Die müsste ja irgendwo hier in der Stadt sein. The fog sets in. Kann ich Items auch aufheben, Dalu? Also so sind welche dran? Ist abgehauen gerade? Ja, da hinten. Schießt auf mich. Bleib zusammen, bitte. Da unten, okay. Ja, noch. Wir gehen weg, wir gehen nochmal zurück. Ich muss weg. Lass hinter dem Turm wieder da oben. Ja, wir gehen auf die andere Seite, nach Norden zurück. Zusammenbleiben. Ich hab, glaube ich, schon mal gefragt, auf Fall Damage gibt's keine, oder? Nein. Wir glauben nicht. Wir haben's auch. Schieß auf uns. Ja, ist aber relativ weit, ist okay. Ja, gut, aber die schießt halt. Ja, aber du heilst out of combat. Geh einmal in den Turm, heilst du wieder voll. So weit kann ich gar nicht schießen. Das ist nur ein bisschen poken. Meine Axt kommt auch nicht an, ey. Ja. Ich bin vergiftet. Ja, Nebel, komm, wir müssen runter. Wir müssen hier hinter die Häuser runter. Okay, es leben noch 10 Leute. Selbst wenn die zu viert sind, muss es irgendwo noch 2 geben. Kommt ihr runter? Hinter die. Oh, die fangen uns ab. Aber wir werden einen Fight haben. Ja, zusammenbleiben. Drauf. Wo ist Kapuze? Da ist einer low. Ja, hab ich. Die ist abgehauen. Ich brauch das Haus. Links von mir.
Kabuz habe ich. Ich habe den hier gestunt. Die wollen mich, die wollen mich. Ich habe noch ein Hühnchen. Ich habe den links gemacht. Chigo, 3 Sekunden brauche ich noch. Ja. Komm schon, komm schon. Dicht. Ich weiß, ich war doch mein eigenen hier. Ich habe noch mal einen gedauert. Hab mich. Ich schieße gleich im Haus. Ich schieße ein Kamehameha durch. Ja. Hier links aus. Der ist geliftet hier. Hinten der Sniper ist besser. Der ist weg, der heilt sich erst jetzt den linken, der im Haus ist. Der ist alleine. Er hat mich. Makua? Ich hab geliftet. Ja. Okay, lass Kapuze wiederbeleben, kannst du auch manuell machen. Ich bin dran. X. Ich sehe es nicht. Der ist genau gegen, ich bin fast tot. Okay, wir müssen erst kämpfen. Du bist nicht tot, Kapuze. Warum sehe ich ihn nicht? Das ist nicht wie im Singleplayer. Wenn der Balken abläuft, lebst du wieder, Kapuze. Ich weiß. Die Zone kommt, du musst langsam mit uns rauskommen. Wir versuchen dich zu supporten. Komm mit. Ja. Man kann, glaube ich, in der Alpha nicht wiederbeleben. Ich glaube, das ist der einzige Weg, zu warten. Okay. Also weil ich habe keinen Cast-Balken gesehen. Das kann natürlich auch vielleicht daran liegen. Vielleicht, weil ich in der Kiste war? Ja. Vielleicht. Also das will ich auch gar nicht jetzt als Fakt oder so hinstellen. Da hinten ist einer? Ja. Hab ihn angeschossen, der ist nicht mehr auf dem Mount. Okay. Ja, sieht gut aus. Yo. Und Chicken. Wuhu, wir haben nice, nice. 3 Kills. 8 Kills. 16 Kills haben wir geholt in der ersten Battlegrounds-Runde. Nice. Also, mir macht sehr viel Spaß. Es muss natürlich noch eine ganze Menge dran gearbeitet werden, aber es läuft schon echt gut. Aber es lief Paladins ja auch schon. Ich hoffe, das Ründchen hat euch gefallen. Wir schauen mal, welche Helden wir in der nächsten Runde kriegen. Lasst gerne ein Like da und schaut euch das Ganze aus den anderen Sichten an. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann und ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.